Oh mein Gott. Manu? Lena? Hallo? Oh mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Ja, alles umgeschmissen, alles durcheinander. Ich rufe die Polizei. Hände hoch! Runter auf die Knie! Runter auf die Knie! Tu mir nix! Bitte! Tu mir nix! Oh Gott. Der panische Notruf der Lokalinhaberin erreicht Peggy Herrmann und Michael Weber. Hier geht es nicht nur um einen schweren Raub. Möglicherweise sind auch Menschen in Gefahr. Hier muss er rein. Hallo? Hallo? Hier ist die Polizei? Hallo? Hier bin ich. Was passiert? Hatten Sie angerufen? Ja. Was passiert? Ich wurde gerade überfallen. Okay, dann. Sind Sie alleine hier? Sind Sie verletzt? Nein, mir geht's gut, aber ich wurde gerade überfallen und mir wurde gerade eine Pistole am Kopf gehalten. Und wo ist der Täter jetzt? Der ist rausgelaufen, deswegen habe ich angerufen. Ich habe mich umgedreht und ich habe nur gesehen, dass er raus ist und mein Bruder ist hier irgendwo. Okay. Also der ist aber definitiv raus. Hier ist jetzt keiner mehr, ne? Der muss raus. Okay. Ich habe dann hier auch zwischendurch abgeschlossen. Sind Sie die Chefin hier oder sind Sie an? Ich bin die Inhaberin. Mir gehört der Laden hier. Und mein Bruder und meine Schwägerin, die müssen irgendwo hier sein, weil... Ja gut, ich höre schon Klopfen da hinten. Manu? Aus dem hinteren Teil des Lokals dringen nun laute Klopfgeräusche und Hilferufe. Oh. Sind Sie allein? Manu! Geht's Ihnen gut? Sind Sie verletzt? Brauchen Sie den Krankenwagen? Manu. Sicher? Kommen Sie mal raus, kommen Sie mal raus. Was ist Ihre Tasche da, oder? Manu, alles okay? Ja. Gut, wie siehst du aus? Wie siehst du denn aus? Was ist denn passiert? Sind das die einzigen Verletzungen, die Sie haben? Haben Sie noch was? Ist alles gut? Okay. Wo ist Lena? Wer fehlt denn noch jetzt? Wo ist Lena? Die Sorge um die vermisste Köchin wächst von Sekunde zu Sekunde. Da der Täter mit einer Pistole bewaffnet war, haben die Beamten die schlimmsten Befürchtungen. Hier ist die Polizei! Geh mal von der Tür weg! Mach mal. Lena, bist du alleine? Ich bin alleine. Ja? Alles gut. Manu, geht's dir gut? Oh ja, es geht. Ja. Was hat er dir nur angetan? Oh, sieht gefährlich aus, ne? So, wir gehen mal hier in den Raum rein. Hier. Aber so einen harten Schlag hat er nicht gehabt. Ja. Bist du verletzt? Nein, ich kann nur mit dir. Ja, nehmen Sie mal Platz hier. Ich brauche mal von allen die Personalien. Jetzt gilt es möglichst, alle Details des Überfalls zu erfahren, damit die Beamten umgehend eine Nahbereichsfahndung einleiten können. Wieso sieht das? Was ist jetzt genau passiert? Wir waren hier und haben aufgeräumt und vorbereitet, weil wir schließen ja, also wir hätten ja eine Stunde später geöffnet. Und kam so ein bewaffneter und maskierter, schlanker, großer Typ rein. Den kanntet ihr aber nicht. Er hatte ja eine Maske auf. Also war jetzt die Tür offen? Die Tür war ja schon offen, weil wir Sachen reingeholt haben. Genau. Und dann fing er an, mich sofort erstmal ins Gesicht zu schlagen. Und womit? Mit der Faust. Mit der Faust, okay. Aber dann hat er mir in den Bauch getreten und ins Gesicht wieder geschlagen und dann hat er eine Waffe geholt aus der Tasche. Okay, und ja. Hat mich dann irgendwie nach hinten getrieben und dann eingesperrt. Und was war mit ihr? Habe ich nicht gesehen. Mich hat er mit der Waffe bedroht und dann eingesperrt hier. Ja. Der hat nichts gesagt oder so. Gar nichts gesagt? Nein. Ach, Kleines. Komisch. Ja, der muss ja einen Grund gehabt haben, ne? Das ist schon der dritte Raubüberfall diesen Monat. Als Opfer eines Raubüberfalls sollte man versuchen, ruhig zu bleiben, den Täter nicht zu provozieren, unnötig. Ich kann einfach immer nur raten, die Füße erstmal stillzuhalten. Ach so, was fehlt? Irgendwie. Ich habe eigentlich noch gar nicht so richtig durchgeguckt. Ja, dann gucken Sie mal. Ich müsste natürlich auch mal gucken. Ob geldmäßig irgendwie was fehlt, das kann ich gar nicht sagen. Ja, die Kasse ist ja hinten, ne? Die Kasse ist hinten im Büro. Dann gehen Sie mal gucken, ob da was fehlt. Und packen Sie nicht so viel an, die Kriminalpolizei kommt gleich. Als die Inhaberin die Kasse kontrolliert, wird klar, der Täter hatte es nicht nur auf das Bargeld abgesehen. Offenbar will er Angst und Schrecken verbreiten. Alles leer. Wie sind Sie denn jetzt an die... Ja, lass doch mal nicht so viel antatschen, vielleicht finden wir noch Fingerabdrücke. Wie sind Sie denn jetzt an die Kasse gekommen? Das war abgeschlossen. Das ist eigentlich immer abgeschlossen. Mein Schlüssel lag jetzt hier. Wo ist das Schloss von dem?
Mensch, hab ich, ach so, das habe ich hier hingelegt, Entschuldigung. Der Schlüssel liegt immer unter dem Papierhaufen. Der liegt ja mal hier. Das sind eigentlich nur also es ist ja jetzt mal nicht eben so, dass die Kasse hier drauf steht und jeder kann die öffnen, sondern da unter dem Papierstapel liegt der Schlüssel. Richtig. Hier unter dem Papierstapel bei den Drohbriefen, das hier, das kriegen wir dauernd. Ja, das ist hier so von welchem Drecksladen denn? Haltet euch bloß fern von diesem Drecksladen. Ja, die meinen natürlich meinen Laden hier. Nicht? Und an wen ist das Gericht? An Ihre Angestellten? An uns alle. Das verstehe ich jetzt nicht. Das aber ist gut. Jetzt seit, seit wann kriegen Sie denn diese Post? Naja, seit paar Wochen, paar Tage, also ist das hier so im Umlauf und... Ist denn mal irgendwas Bestimmtes, Auffälliges vorgefallen, dass Sie sagen, Nein. Da ist vielleicht irgendeiner, der irgendwie... Nein, also es ist so, wir haben jetzt, das ist mittlerweile der zweite Überfall, der dritte, Entschuldigung, in wenigen Wochen, ich bin ein bisschen durcheinander, tut mir leid, in wenigen Wochen und bislang war es ja auch immer nur nachts, wenn keiner hier war. Jetzt ist es aber tagsüber passiert. Also ein Einbruch, kein Überfall, sondern ein Einbruch eher? Oder bisher ist jemand immer, verletzt worden? Bisher immer Einbrüche. Okay, die sind aber gemeldet worden. Der Raub diesmal ist erstmalig, halt auch mit Waffengewalt. Okay. Ja. Bisher fehlte immer nur Geld. Wir haben ja daraufhin dann die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Genau. Jetzt mal eine andere Frage. Also wenn ich hier reinkommen würde, als Unbedarfter, ja, ich stelle mir vor, unbedarft, ich wüsste jetzt gar nicht, wo die Kasse ist. Sie haben da unten den Korb da aufgemacht, haben die Kasse aufgemacht, haben sich einen Schlüssel da rausgeholt. Also ich wäre jetzt erstmal überfordert zu wissen, wo ist hier überhaupt die Kasse? Also haben Sie einen Angestellten, den Sie vor kürzerer Zeit entlassen haben? Nein. Michael Weber ist skeptisch. Der Polizeihauptkommissar ist sicher, dass der Täter über Insiderwissen verfügt. Jetzt ganz ehrlich. Das kann doch, ich guck noch mal kurz. War das hier eine Kassette oder war das ein Safe? Das konnte ich nicht sehen. Nee, das war eine normale Geldkassette. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn einer nicht weiß, wo der Schlüssel ist, ja, der geht nicht einfach auf den Kasten. Nee, ich würde jetzt hier vorne irgendwo gucken eigentlich. Würde ich mal irgendwie hier vorne mit rechnen, oder? Hier ist jetzt auch keine Kasse mehr, nichts mehr. Hat jemand von Ihnen entweder soll das hier ablenken oder das ist einfach eine Wut. Hat jemand von Ihnen Atemschwierigkeiten, dass er seinen Atemspray verloren hat hier? Nicht, dass das ist. Nein. Wem gehört das? Asthmaspray? Keine Ahnung. Uns nicht. Wir nicht. Du? Nee, du hast auch kein Asthma. Nein, das gehört uns gar nicht. Also irgendeiner muss ja hinter dem Thekenbereich gewesen sein, der... Okay. Pass auf, das... Dann gib mal, dann blick das mal. Tüten wir mal ein. Genau, weil das lässt sich natürlich super gut an dem Sprühkopf, wenn das in den Mund eingeführt wird, nachweisen, wem das gehört. Pass auf, ich gehe mal kurz auf die Straße, hier liegt sonst jetzt nichts mehr. Die Beamten hoffen, dass es vor dem Laden Zeugen gibt. Tatsächlich trifft Michael Weber draußen auf einen Mann. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir sind von der Polizei, nebenan hat es einen Überfall gegeben. Wie lange sind Sie jetzt schon hier am Fegen? Ich bin erst gerade gekommen, aber da war Ihr Auto schon da, deswegen habe ich selber... Okay, also haben Sie nicht. Nee, gut, das, aber vielleicht hat Paul meinen. Hat die jetzt noch offen, oder? Der hat. Okay, ja, das kommt gleich. Ihnen gehört der Laden hier? Mir gehört der Laden. Genau. Okay, dürfen wir mal reingehen? Ja? Morgen! Hallo! Morgen! Die Polizei. Ja, mal eine Frage. Wir wollten Sie gar nicht großartig stören. Wie lange sind Sie jetzt schon hier? Knapp 10 Minuten. 10 Minuten? Ungefähr, ja. Ja, nebenan hat ein Raubüberfall stattgefunden. Sie kennen den Laden nebenan? Ja, den kenne ich. Ja? Ja, genau. Haben Sie irgendwas mitbekommen? War hier noch einer drin, ein Gast vorher? Wann machen Sie auf? Sie sehen jetzt nicht aus. Nee, also ich habe ja eben gerade erst den Laden aufgeschlossen. Also ich habe hier niemanden gesehen oder irgendetwas gehört. Also. Alles okay? Geht's hier nicht gut? Alles gut. Was ist los mit denen? Ich brauche nur mein Spray. Was für ein Spray? Asthma-Spray? Asthma. Haben Sie das denn, das Asthma-Spray? Atemschwierigkeiten. Ja. Sollen wir Ihren Arzt rufen? Nee, alles gut. Wirklich? Alles gut. Michael Weber und Peggy Herrmann werden hellhörig. Der Fund des Sprays am Tatort und die Asthmaerkrankung des Kellners können kein Zufall sein. Jetzt haben Sie nur das Fläschchen da, oder was? Meine Kappe fehlt. Die Kappe, wo ist denn die Kappe? Wo können Sie den verloren haben? Wissen Sie auch nicht. Keine Ahnung. Haben Sie mal einen Ausweis da? Ja, eine Sekunde. Und haben Sie mal jetzt einen Stoß genommen? Nicht, dass Sie mir jetzt gleich hier... Nee, alles gut. Sind Sie schon mal polizeilich in Erscheinung getreten? Nein. Herr Büttner, ne? Genau. Den kannst du mal kurz eine Abfrage machen? Nee, wir sind noch nicht fertig.
Nehmen Sie eher mal einen Stoß, bevor Sie... Und setzen Sie sich mal dahin. Ja? So, wo ist der Chef? Wie lange ist er jetzt schon da? Arnold von 1923, eine Person, eine Frau. Eine halbe Stunde so vor mir, bevor ich hier ankomme. Und heute auch? Heute auch, war es auch so, oder? Also er sagte, er wäre erst seit 10 Minuten jetzt hier. Also das passt ja von der Zeit nicht. Wenn Sie ja schon 5 Minuten draußen vor der Tür stehen, dann und er... Also 5 Minuten stand ich. Oder 10 Minuten, ja. Ja, so ein Büt näher. Aber wenn er eine halbe Stunde vor Ihnen da ist, dann muss er ja schon eine halbe Stunde vor Ihnen da gewesen sein. Jetzt weiß ich nicht genau, jetzt um wie viel Uhr genau immer, ob er früher mal ein paar Minuten kommt oder später, das weiß ich jetzt auch nicht immer. Aber Hauptsache, er ist als erster da, er hat einen Schlüssel, er kommt immer rein. Ja, ja. Eine andere Frage. Ist das Ihre Frau oder Freundin? Ja, eine Bekannte. Eine Bekannte? Ja. Die kommt mir auch bekannt vor. Haben Sie schon so viel Geld in der Kasse hier am frühen Morgen? Das ist mir eigentlich jetzt nicht bekannt. Nee. Das ist Ihr Portemonnaie? Das wundert mich jetzt selbst ein bisschen. Ist das Ihr Portemonnaie? Ja, das ist meins. Ihr persönliches? Nein, nein. Ja, aber das ist doch der Chef, der steht doch neben Ihnen. Wenn er Ihnen sagt, Sie hätten jetzt gar nicht am frühen Morgen so viel Geld hier im Kassenbereich, hier ist auch noch mal. Ja, dann... Also das ist das Kleingeld. Das ist jetzt wirklich ungewöhnlich. Also ich gehe mal an. Vergessen, Geld rauszuholen, weiß ich nicht. Das ist das Kleingeld hier normalerweise für Kellnerbereich, wo man ausgibt, und das sind ja aber hier... Aber nicht diese großen Scheine. Für, ja, also immer 100er wird er kaum wechseln, ne? Nee. Gut. Kam irgendwas? Ist negativ. Okay, ist also die Bilder, die Frau kommt mir bekannt vor. Mir auch. So, gehen Sie mal mit rüber. Eine andere Frage noch, ganz blöde Frage. Werden Sie irgendwie bedroht durch irgendwelche Unternehmen, durch irgendwelche Firmen oder... Nee, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass Sie wüssten? Also Sie haben keine Drohschreiben bekommen oder sonst irgendwas? Keinerlei, nein. Okay, gut. Wir gehen mal daneben an. Gehen Sie mal mit. Ja? Dann nehmen Sie mal, das nehme ich mal, nehmen Sie Ihr Spray mit. So, Sie sind aber noch hier, ja? Ich bleib hier. Okay. Ja. Eine Gegenüberstellung soll zeigen, in welchem Verhältnis der verdächtige Kellner und die Köchin zueinander stehen. Kennen Sie ihn? Paul. Ja. Ja? Klar. Der arbeitet gegenüber. Der arbeitet gegenüber, okay. Sie kennen ihn auch? Ja, klar, man kennt sich halt. Ne? Ja. Er arbeitet bei Conny. Ja. Man kennt sich. Ja. Wieso, können Sie sich vorstellen, warum der von Ihnen Fotos im Portemonnaie hat? Was? Fotos? Nee, keine Ahnung. Fotos? Gucken. Okay, oh mein Gott. Lena? Das ist der wirklich. Paul? Wie kommst du da an solche Fotos von mir? Guck mal, kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, das ist mir, genau. Das ist Ihnen? Ja, genau. Okay. Das stellen wir erstmal sicher als Beweismaterial. Ja? Das habe ich nämlich hinter der Theke gefunden. Können Sie sich vorstellen, warum? Ich war vor 2 Tagen, war ich schon mal hier, weil uns drüben Gewürze gefehlt haben. Aber wie oft nehmen Sie denn das Spray? Jede Stunde? Oder alle 2 Stunden? Oder? Ja, ich habe zu Hause noch eins, dann ist mir wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ja. So, stimmt auch. Ist das Ihre Tasche? Ja, ne? Das ist Ihre Tasche, ne? Genau. Das stehen Sie mal auf. Da sind meine anderen Sachen drin. Drehen Sie sich mal rum. Umdrehen. Was ist denn jetzt los? Ja, ich sag Ihnen rumdrehen. Machen Sie einfach was nur ist das. Denn? Hallo. Ja, ganz ruhig. Oh. Hände auf dem Rücken. Ja. Hände auf dem Rücken. Mann. Kasse? Anan. Ja, ist doch gut jetzt. Ja, ist okay. Ja. Ich lasse jetzt los, ja? Gut, ja, so, ja, alles gut. Klar, ich hab ihn. Ganz ruhig. So. Alles gut? Ja. So. Sind wir jetzt ruhig? Ja, hab ich doch gesagt. Was hat die Kollegin denn bei Ihnen in der Tasche gefunden? Das können Sie uns vielleicht sagen, oder? Ah, sitzen bleiben. Ja, ist doch gut, ich war es. Was? Ich war es. Du hast mich überfallen? Du hast mir... Du nur. Du hast mich zusammengeschlagen? Du hast mir heute eine Waffe an den Kopf gehalten, ich hatte Todesangst. Hallo, es ist doch unser Traum gewesen. Was für ein Traum? Wir wollten das. Das hat nichts zu tun. Von was redest du? Mach den Mund auf, von was redest du? Wir zwei, wir haben eine Affäre zusammen, ja? Was wir beide. Du denn da? Wir beide. Ihre Waffe? Das war alles geplant. Ja? Das stimmt nicht. Es war alles geplant, wir wollten dich hier raus haben, damit wir endlich diesen Laden übernehmen können. Genau. Unter dem Druck der Beamten gibt das vermeintliche Opfer zu, die Überfälle gemeinsam mit seiner Affäre begangen zu haben. Michael Weber klärt die Köchin über die Konsequenzen auf. Dann sind Sie genauso vorläufig festgenommen wie Ihr Freund, ja, wegen Mittäterschaft. Sie haben das unterstützt, wissentlich, ja, mit Vorsatz. Und wie ist das abgelaufen? Er sollte Sie extra einschließen, damit nicht auffällt? Ja. Okay.
Haben Sie irgendwie scharfe Sachen an sich? Peggy, du bist dran, ich kann nicht. Das Gaunerpärchen muss sich wegen schweren Raubüberfalls und Körperverletzungen vor Gericht verantworten.